Hi Leute und willkommen zurück zu Conan Exiles, heute mit einer weiteren Folge und wir schauen uns natürlich weiter an, wie es mit Liu Feis Quest weitergeht. Genau, so viel dazu. Wir starten dann sofort rein. Ich bin auch schon mal bei Liu Fei angekommen. Ich hoffe, er kommt jetzt aus seiner Blume raus. Ich bin ausgeruht und bereit. Ja, ich auch. Der Zeitpunkt meiner Befreiung naht. Verbannte, lege das Knochenmehl des Teufels auf den Kreidekreis. Begehe das Ritual damit und ich bin frei. Sei aber gewarnt, Verbannte. Es heißt, die Wurzel der Jokta-Pflanze reichen bis in die neuen Höllen. Es besteht eine gewisse Chance, dass einige Bewohner dieses hasserfüllten Reiches unser Ritual bemerken. Was meinst du mit, gewisse Chance? Sie werden kommen und sie werden versuchen, dich zu töten. Wappne dich für ihren Ansturm. Ja, gut. Ich bin mehr oder weniger gewappnet, würde ich mal sagen. Und wir haben jetzt hier einmal das Rezept Jokta-Ritual mit dem Knochenmehl des Teufels und einmal mit dem schwarzen Lotus. So, wir können natürlich beides reinpacken. Tja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich nehmen soll. Es nimmt ja anscheinend Einfluss auf die Perks, die er am Ende haben wird. Und ja, wir nehmen jetzt aber einfach mal das Knochenmehl und schauen, was passiert. Ich bin ja wirklich gespannt. Liu Fei kommt auch zum Kreis. Okay. Ah, er macht mit. Ist interessant. Das hat er beim Testserver nicht gemacht. Oh, und jetzt kommt da, glaube ich, was. Wow, Hilfe. Wer seid ihr, wenn ich frage? Wir sind ja hässlich. Und fies. Schnell mal aufzufüllen. Hier ist auch noch ein. Zwei sind. Aua. Schaut aus wie so eine Mischung aus Echsen und keine Ahnung was. Gott, ich bin halt gar nicht kampfbereit. Okay, sie sind tot. Ich brauche Heilung. Oh, Hilfe. Oh, Springmonster. Lass mich mal. Trink. Tja. Okay, er ist also auch tot. Kommt noch irgendjemand? Oder war es das? Ich glaube, das war's. Haben die irgendwas dabei? Nö. Was kann ich denn hier abbauen? Dicke Haut und Tierhaut. Nehme ich doch mit. Dämonenblut gibt's auch. Sehr schön. Bauen wir die kurz alle ab. Also Leute, das Abbauen hat sich wirklich gelohnt. Ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt richtig viel Tierhaut rausbekommen und sogar dicke Haut. Jetzt bin ich nur leider überladen. Das ist kaputt, das kann mal weg. Kann ich denn zufällig noch einen Punkt vergeben? Ja, sehr schön. Ich hoffe, das hilft mir. Nee, tut's nicht. Scheiße. Gut, dann muss ich wohl leider ein bisschen Tierhaut wegschmeißen. Mann, wegen einem oder was? 100. Jetzt 98%. Und Liu Fei sieht nicht mehr aus wie der Geist. Wir gehen jetzt einfach mal mit ihm quatschen. Es ist vollbracht, Verbannte. Dieser Teufel wird uns nie wieder behelligen. Das gefällt mir ganz und gar nicht, Metzer Malig. Und das nur dank dir, Verbannte. Als Lohn gewähre ich dir einen schnellen Tod und eine ewig währende Verdauung in den labyrinthischen Welten meiner Innereien. Hahaha. Was? Woher? In der schwarzen Grube von Arallu kennst du meinen Namen? Das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich deinen echten Namen kenne und dir befehle, mir zu dienen. Nein. Ja, jetzt hab ich das Sagen. Also schön, ich wollte das Land der Verbannten ohnehin besuchen. Vielleicht schadet es nicht, dich als Führer zu haben. Rede dir ein, was du willst. Hä? Kitanische Gewänder des imperialen Magiers habe ich jetzt satt und noch irgendwas? Liu Fei folgt dir jetzt. Ach, wartet mal, ernsthaft?
War es das jetzt mit Liu Fei? Ja, tatsächlich. Ist ja krass. Irgendwie hatte ich die Questreihe als länger in Erinnerung. Gut, wir schauen ihn uns mal an. Und was wir sehen, ist natürlich, dass er ebenfalls wie Freya mit Stufe 5 startet, bei einer maximalen Gesundheit von 2110. Er hat hier dabei einen Stahlspeer. Und jetzt gucken wir natürlich auch noch seine Perks an. Bei ihm habe ich jetzt am meisten Wachstumschance in Mut, danach gefolgt von Stärke und Beweglichkeit. Und seine Vorteile sind folgende: regenerativer Stillstand. Liu Feis geheime Technik wurde mit seinen Forschungen geborgen. Liu Fei kann sich mit einer schützenden Barriere umgeben, die seine Wunden rasch heilt. Dann haben wir die dämonische Präsenz. Das Ritual der Jokta-Pflanze wurde nicht unterbrochen. Nun folgt Liu Fei eine giftige Wolke, die allen Kreaturen Schaden zufügt, die nicht an ihre Effekte gewöhnt sind. Und er hat zum guten Schluss den verderblichen Fluch. Zauberei war nach der Gabe von Opferblut wieder ungenutzt. Liu Feis Angriffe können Gegner verfluchen, schwächen, mit Schaden über Zeit belegen und allen Umstehenden Verderbtheit entziehen. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich meine, dass er eine schützende Barriere macht, das ist natürlich gut, die ihn heilt. Der verderbliche Fluch, der Verderbtheit entzieht, wenn ich das richtig verstehe, ist meiner Meinung nach irgendwie unbrauchbar, hätte ich jetzt gesagt. Und die dämonische Präsenz ist im Prinzip auch nicht schlecht, denn da kommt es natürlich darauf an, wie viel Schaden den Gegnern denn zugefügt werden. Ich meine, wir können es natürlich mal testen, indem wir uns jetzt hier so ein paar Affen suchen. Normalerweise laufen hier eigentlich auch immer welche rum. Jetzt gerade natürlich nicht, war ja klar. Aber wir suchen uns jetzt natürlich welche, um das mal zu testen. Da ist doch schon einer. Komm mal mit, Liu Fei. Und kümmere dich mal um dieses Äffchen hier. Okay, also die Wolke kommt und verfolgt ihn. Und ihr seht, er ist jetzt auch bewegt mit diesen Flüchen. Aber meiner Meinung nach hat jetzt eher der Stahlspeer ihn umgebracht, wie alles andere. Das ist natürlich... Ja, weiß ich auch nicht. Also ich finde nach wie vor immer noch die Quest von Freya besser und auch Freya als Charakter besser. Aber das ist, glaube ich, eher so, ja, Präferenzsache, wem eben was mehr gefällt. Ja, dann gehen wir mit ihm noch jetzt mal kurz nach Hause. Ich werde dann selbstverständlich auch noch die anderen Questreihen machen, um zu sehen, welcher Liu Fei dann welchen Perk hat. Und so werde ich es dann wahrscheinlich auch bei Freya machen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen möchtet. Wenn ja, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und ansonsten sind wir mit Liu Fei, wie gesagt, jetzt auch schon fertig und dementsprechend auch mit dem Part. Das heißt, wir können uns dann jetzt endlich auch, ja, dem Bau der Burg widmen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Wünsche habt zu dem Update Age of Heroes, was wir da noch so machen könnten, dann lasst natürlich auch gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch an der Stelle natürlich noch einen wunderschönen Abend.